Ja, das vierte Quartal im E-Commerce oder im Onlinehandel steht bevor und das ist auch der Anlass für dieses Video, denn wenn du einen Onlineshop hast, dann wirst du dich wahrscheinlich die letzten Wochen und Monate schon damit beschäftigt haben, okay, was konkret tue ich jetzt, um das meiste Potenzial auszuschöpfen aus dem vierten Quartal. Denn es wird ja immer groß getönt, oh, das vierte Quartal, das wichtigste Quartal im E-Commerce. Aber jetzt die Frage, passiert das denn einfach so? Also natürlich, die Umsätze werden steigen, aber was konkret kannst du denn tun, um dich da optimal darauf vorzubereiten? Vielleicht mal kurz zu uns. Das ist Felix, ich bin Jana, wir sind Geschäftsführung der Edsonauts GmbH und machen das Thema Skalierung von Online-Shops. Und in diesem Video möchten wir dir einfach mal mitgeben, was so unsere Learnings aus den letzten vierten Quartalen sind. Und wie du dich optimal darauf vorbereiten kannst, denn das kann ich schon mal vorwegnehmen. Nicht nur das vierte Quartal alleine wird jetzt dein Geschäft fundamental verändern, wird jetzt die Umsätze reinspülen. Also natürlich wird was passieren, aber die Frage ist natürlich, ist das wirklich alles, was geht? Oder kann man auch aktiv irgendwas tun, um das vierte Quartal so gut wie möglich auszuschöpfen? Und du kannst ja gerne mal so einen kleinen Einblick geben und ja, einfach mal anfangen. Ja. Okay, also vielleicht erstmal so zu den Emotionen, die mit dem Q4 verbunden sind. Das ist wahrscheinlich, man freut sich drauf, Schmetterlinge im Bauch, weil man denkt, Q4 und E-Commerce, das kann ja einfach nur schön werden. Aber andererseits vielleicht auch so ein bisschen die Sorge, ob man, also wenn es klappt, hat man genug bestellt? Hat man genug Kapazität, um die Bestellung abzuarbeiten? Hat man genug Bestände von den richtigen Produkten auch? Genau, also die sind die Produkte, die man bestellt hat, auch die richtigen. Hat man genug und falls es wieder erwartend nicht automatisch dadurch, dass Q4 ist, es besonders gut laufen sollte, habe ich mich nicht vielleicht sogar übernommen, weil ich zu viel bestellt habe? Oder hätte ich mal noch jemanden einstellen sollen, der mir jetzt fehlt oder andersherum? Also ja, es ist das wichtigste Quartal und man muss sich halt darauf vorbereiten und das kann man halt nur, wenn man weiß, was funktioniert, wie man es verkauft bekommt und was sich überhaupt verkauft. Und deswegen startet das Q4 eigentlich nicht mit Q4, sondern deutlich früher. Man muss halt diverse Vorbereitungen getroffen haben und eigentlich nur, wenn man schon eine planbare Quelle hat, die einem regelmäßig Bestellungen bringt, die dafür sorgt, dass der Webshop ausgelastet ist, konstant, und man verschiedenste Sachen schon mal testen konnte, verschiedene Produkte, verschiedene Ansprachen, dann kann man auch ja diese Unwägbarkeiten reduzieren und mit einem guten Gefühl ins Q4 gehen, weil man halt weiß, was funktioniert, wie viel verkauft sich davon. Weil wenn ich weiß, okay, von dem Produkt X haben sich in der Vergangenheit pro Woche 200 Einheiten verkauft, dann wird es wahrscheinlich im Q4 eher mehr sein, wenn es ein Q4-Produkt ist. Also wenn es irgendwie einen Geschenkcharakter hat oder so, oder man das irgendwie als Geschenk ummünzen kann. Andererseits, wenn ich jetzt mit einem komplett neuen Produkt starten will, gibt es da Möglichkeiten? Kann ich vorher testen, ob es sich verkaufen wird? Was mache ich da am besten? Ja, das ist nämlich eigentlich auch der allerwichtigste Punkt beziehungsweise der allergrößte Fehler, was uns immer wieder aufgefallen ist. Ne? Also erstmal, um das vorwegzunehmen, nein, es ist noch nicht zu spät, jetzt aus Q4 das Maximum rauszuholen. Ne? Ja, es geht früher los. Ja, man hätte sich immer früher vorbereiten können, aber man kann auch paar Wochen vor Weihnachten noch erfolgreiche Weihnachtskampagnen launchen, je nach Produkt halt. Es ist noch nicht zu spät, auch wenn Q4 schon angefangen hat, ist auch noch nicht zu spät. So, der Punkt ist einfach der größte Fehler, der uns aufgefallen ist in Vergangenheit in Zusammenarbeit mit vielen Shops, ist das Thema keine Planbarkeit. Also die meisten Shops oder die meisten Leute, die einen Shop haben, haben null Planbarkeit. Also sie haben einfach keinen Kanal, keinen Marketingkanal oder ähnliches, der sich planen lässt. So, das heißt, was ist die Lösung? Du brauchst Planbarkeit. Das heißt, du brauchst Planbarkeit in deiner Neukundenakquise, damit du auch deinen Bestand planen kannst und mal diese Volatilität, diese Schwankungen ausgleichen kannst, weil das ist auch so ein typisches Phänomen. Ja. Genau, und du brauchst halt auch verlässliche Daten aus der Vergangenheit, wo du das Gefühl hast, du kannst diese Sachen replizieren, weil nur so kannst du ja antizipieren, was in Q4 passieren wird. Das heißt, du musst auch in der Vergangenheit schon Daten über bestimmte Dinge gesammelt haben, damit du halt planen kannst. Genau, und wenn du jetzt sagst, okay, du hast noch gar nicht so viel Daten aus der Vergangenheit, dann brauchst du halt einen Weg, wie du in kürzester Zeit schnellstmöglich an diese Daten kommst, dass du diese Tendenzen hast, okay, auf welches Produkt sollte ich dieses Jahr setzen?
ne, ohne dass du jetzt halt noch zig Sachen bestellen musst. Wie machst du am besten die Planung, dass du Q4 ausschöpfen kannst, ohne dass du direkt out of stock gehst und dann keine Option B hast? Ne, das ist ja auch in Ordnung, wenn du nicht genug Bestände von einem Produkt hast. Das ist ja manchmal ganz normal. Aber es geht ja darum zu planen, wie kann ich in Summe dieses Q4 am besten ausschöpfen? Ja, und es ist natürlich besser, out of stock zu gehen und die Sachen erfolgreich zu verkaufen, als sie im Januar immer noch im Lager zu haben. Genau, ja, also weil ein Punkt dazu, wie kamen wir zu diesem Thema? Wir haben letztes Jahr mit einem Shop schon mal eben spontan im irgendwie November oder Dezember 10.000 Adventskalender verkauft. Das Produkt ließ sich schnell nachbestellen, deswegen war das Problem relativ schnell gelöst. Aber da haben wir natürlich auch geschaut, okay, wie kann man vorher irgendwie einschätzen, was überhaupt passieren wird? Ne, weil nur weil dir jemand erzählen wird, das wird jetzt durch die Ecke gehen, wird es nicht automatisch passieren. Das heißt, man braucht eventuell auch für dich selber jetzt eine Strategie, wo man sagt, okay, wie verteilen wir das auf mehrere Produkte? So, und das Ganze machen wir eben durch Facebook-Werbeanzeigen. Also durch Facebook-, Instagram-Werbeanzeigen, dass wir halt zuverlässig Ströme und Daten generieren können und sagen können, okay, was ist jetzt der Weg, am sinnvollsten das eigene Marketingbudget überhaupt einzusetzen, das Budget am sinnvollsten zu verteilen? Auf welche Produkte schicke ich das überhaupt, also die Interessenten, und auf welche Seiten schicke ich die überhaupt, damit du dann schauen kannst, was ist der stabilste Weg, der nicht zusammenbricht, sobald zum Beispiel ein Produkt nicht mehr verfügbar ist. Na, das heißt, auch wenn du vielleicht gerade Facebook-Werbung schaltest, es geht nicht alleine um die Facebook-Werbung an sich, diese zu schalten, sondern eine richtige Strategie zu haben. Weil vielleicht hast du schon mal Werbung ausprobiert, vielleicht hast du Beiträge beworben und es hat nicht funktioniert. So, das heißt nicht, dass Facebook-Werbung an sich nicht funktioniert oder Instagram-Werbung, sondern es liegt, sobald du Umsätze in deinem Shop generierst, irgendwas in fünfstelliger Höhe oder da so drumrum, dann kann es nicht an den Ads liegen. Es kann einfach nicht an den Ads liegen oder Facebook ist nicht daran schuld, wenn es nicht funktioniert. Es ist immer die Strategie, weil Facebook-Werbeanzeigen, das ist ein Beschleuniger von einem Prozess, der funktioniert. Das heißt, wenn du gerade über Google oder Influencer irgendwelche Umsätze generierst, dann brauchst du nicht davon ausgehen, dass jetzt Facebook der falsche Kanal ist oder Instagram, der nicht funktioniert. Sondern dann würde ich einfach mal ein bisschen herunterbrechen, was ich da eigentlich in der Vergangenheit konkret getan habe und was ich vielleicht daraus für Rückschlüsse ziehen kann. Ja, weil die meisten testen halt irgendwelche Dinge und dann funktioniert es nicht und dann hinterfragen sie nicht, warum es denn nicht funktioniert hat. So. Genau, man muss halt dazu sagen, gerade in der Vergangenheit, wenn man jetzt festgestellt hat, Facebook und Instagram waren jetzt noch nicht so die Kanäle, die für mich funktioniert haben, dann ist das aber auch in den meisten Fällen normal, weil man eben auch sehen kann, die Preise für Facebook-Werbung steigen halt konstant, insbesondere auch seit wir diese besonderen Umstände haben, die es eben halt gibt, steigen die Preise. Das heißt, wenn die Preise um 50% steigen, musst du ja 50% besser werden mit deiner bezahlten Werbung, um noch konkurrenzfähig zu bleiben. Einfach nur dadurch, dass die Werbung teurer geworden ist. Und das heißt, vielleicht macht es auch Sinn, einfach jemanden sich an die Seite zu holen als professionellen Partner, der schon das ein oder andere Q4 mitgemacht hat und der trotz steigender Zahlen eben immer noch Ergebnisse bringen kann. Und einfach mal gucken kann, wie bringt man den Kanal Facebook, Instagram wirklich ins Laufen. Also mal mit einer Strategie, die auch auf Q4 ausgelegt ist. Und eben vielleicht auch schon rechtzeitig, dass man eben vor Q4 noch einige Dinge testen kann. Und ich glaube, da willst du noch was zu sagen. Genau, also es soll natürlich auch es muss auch eine langfristige Sache sein. Ne? Also es bringt halt nichts, wenn ein Unternehmen, also auch wenn das jetzt langfristig für dich ein Weg ist, was halt definitiv der Fall sein wird, es bringt nichts, seine ganze Marketingstrategie nur nach Q4 auszurichten. Ne? Das ist halt ein Teil, den man beachten muss. Aber die Frage ist ja auch, wie geht's weiter? Weil ganz ehrlich, ich hätte keine Lust auf ein Unternehmen, was seinen ganzen Umsatz nur in Q4 macht. So, ne? Das ist halt super stressig, super aufwendig. Du kannst deine Mitarbeiter nicht mal planen. Also wie viele Mitarbeiter stelle ich an? Mache ich in Q4 genug Umsatz, um das ganze Jahr danach zu finanzieren? Ne? Das ist halt eine Phase, die sollte man mitnehmen. Ist auch alles gut, aber trotzdem muss man sich natürlich was Ganzheitliches überlegen, wie geht es dann weiter? Ne, weil du willst ja auch nicht im Januar wieder auf Null fallen oder im Februar, sondern es geht ja darum, so ein Grundrauschen einfach zu schaffen mit Werbeanzeigen. Ne, und wenn du sagst, das ist was für dich interessant ist, wir haben das jetzt schon zigmal gemacht, also wir betreuen Online-Shops in unterschiedlichen Größen. Manche machen schon Umsätze in Millionenhöhe monatlich, manche machen fünfstellige Monatsumsätze oder kratzen da so dran. Wir haben alle Größen schon gesehen, wir haben in allen Größen schon gearbeitet. Das heißt, wenn du sagst, okay, du willst einfach
grundsätzlich vielleicht mal, dass sich jemand anschaut, was du da bisher so gemacht hast, dass jemand vielleicht dir Tipps gibt, was man optimieren könnte, oder dass jemand auch das Schalten deiner Anzeigen übernimmt, dass du quasi einen Partner an der Hand hast, mit dem du das Ganze zusammen aufbauen kannst, dann kannst du dich gerne mal bei uns melden. Dann wirst du wahrscheinlich mit mir oder mit jemandem aus unserem Team sprechen und wir werden uns einfach mal anschauen, okay, was sind eigentlich gerade bei dir die größten Stellschrauben, ne? Weil Facebook, Werbeanzeigen, das ist ein Thema für sich. Das heißt, auch wenn du gerade Google machst, das ist ein komplett anderes Universum. Genauso sehen wir das auch, wenn wir uns andere Plattformen anschauen, die jetzt nichts in unserem Kontext zu tun haben. Und das ist halt einfach völlig normal. Und warum nicht einfach aufs Tagesgeschäft fokussieren, auf die Dinge, die man am besten kann, auf deine Produkte und auf alles, was noch so ansteht. Und dann eben da das volle Potenzial rausschöpfen und sich jemanden suchen, der vielleicht das volle Potenzial im Marketing ausschöpfen kann. Ne? Weil man kann eben nicht alle Bereiche auf einmal abdecken. Und dafür kannst du gerne unter diesem Video auf den Link klicken. Da kommst du zu einem Beratungsgespräch, kannst du dir gerne über einen Kalender einen passenden Termin aussuchen und dann werden wir einfach mal sprechen und schauen, ob wir dir weiterhelfen können und wenn ja, wie konkret wir dir weiterhelfen können. Weil wenn du dich bei irgendeinem dieser Punkte hast angesprochen gefühlt oder angesprochen gefühlt hast, dann bin ich ziemlich überzeugt davon, dass du da großen Mehrwert rausziehen wirst, dass wir dir da weiterhelfen können. Und deswegen würde ich sagen, Gespräch schadet nicht. Klick einfach mal auf den Link, trag dich ein für ein Gespräch. Genau. Genau, und dann schauen wir einfach mal, wie wir durch zuverlässige Sales und Bestellungen in deinem Webshop dir mehr Planbarkeit eben bringen können über die Traffic-Kanäle Facebook, Instagram und Co., sodass du dich auch wirklich auf das Q4 halt freuen kannst und da guten Gewissens einfach ja, reingehen kannst. Genau. In diesem Sinne. Trag dich ein und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.